Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelserien-Video. Erstes Mappen-Update für die Match Attacks Champions League 2017-2018 Serie. Bis jetzt ja neben der Startermappe Blister schon geöffnet und vereinzelte Booster auch. Und bevor ich jetzt mit dem ersten Display anfangen möchte, habe ich mir gedacht, fangen wir erstmal mit dem Mappen-Update an, beziehungsweise mit der Einleitung, damit ihr seht, was ich schon alles habe. So. Auch wie bei allen anderen Serien die erste Seite leer gelassen, damit dann die 18 Karten, die es pro Mannschaft gibt, auch nur auf eine Doppelseite passen. So, dann fangen wir an mit Real Madrid. Das ist die Winners-Serie, weil das die Champions League-Siege aus der vorherigen Saison waren. Da habe ich unter anderem auch das Club-Logo, was als einziges einen Glitzereffekt hat. Gleichzeitig haben auch die normalen Base-Karten als einzige hier, dass sie so silber sind, mit dem Champions League-Pokal hier auch nebendran und so einem 2016-17 Winners halt. Habe ich im Grunde genommen, also wir haben das Club-Logo, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Base-Cards und hier Cristiano Ronaldo als Hotshot. Und soweit ich weiß, gibt es immer zwei solche Inserts hier, Hotshot, Defensive Dynamo oder so irgendwas, dann eben das Club-Logo und der Rest sind dann die normalen Base-Cards. So, dann haben wir hier FC Barcelona, der sieht schon ein bisschen besser aus. Da habe ich dann hier zum Beispiel Gerard Piqué als Defensive Dynamo oder Dynamo. Dann englisch gesprochen, hier das Club-Logo kann man auch erkennen, das ist halt nicht im Hologramm-Effekt irgendwie dabei. Da fehlt hier auf der Seite noch einer und hier drüben fehlen vier. Sieht schon ein bisschen besser aus. So, Atletico genauso. Auch hier Club-Logo vorhanden. Hier fehlen drei, hier drüben fehlen auch drei. Hier ist allerdings noch keine Insert, alles nur Base-Cards bisher. Dann haben wir Bayern München, da fehlt mir als erstes mal schon das Club-Logo und dann noch einige Spieler, da habe ich dafür allerdings hier Lewandowski als Hotshot. Also schon mal eine Insert-Karte. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon eine Mannschaft komplett voll ist. Ich glaube nicht. RB Leipzig, auch hier, Club-Logo fehlt noch. Und Inserts habe ich da, glaube ich, auch noch gar keinen. Nur Base-Cards sonst, genau. Dortmund habe ich immerhin das Club-Logo schon mal. Aber auch hier nur Base-Cards. Dann haben wir Chelsea. Club-Logo und dann hier hätten wir den Defensive Dynamo als Insert. Hier gibt es doch nur einen pro Mannschaft. Mal gucken, ob wir einen finden, wo es ist. Tottenham. Da haben wir Club-Logo auch wieder und eben hatte ich es doch hier unten. Harry Kane als Hotshot diesmal. Dann geht es weiter mit Manchester United. Ah doch, hier sieht man, es gibt zwei. Genau. Dann haben wir drüben das Club-Logo natürlich hier oben, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir unten Eric Bailey als Defensive Dynamo und hier rechts haben wir noch Romelu Lukaku für Manu als Hotshot. So, dann haben wir Manchester City. Auch hier Club-Logo vorhanden. Hier neben der Company als Defensive Dynamo und Gabriel Jesus als Hotshot. Oder, ja. Heißt das Gabriel Jesus oder Gabriel Jesus? Keine Ahnung. Ist ja Englisch, könnte auch. Ich denke mal, da kenne ich mich zu wenig mit den internationalen Clubs aus. Also wenn ich es falsch ausspreche, könnt ihr mich gerne korrigieren. Ich weiß es einfach nicht besser. So, dann haben wir hier... was war das? Liverpool war das, genau. Liverpool haben wir nur hier oben den Defensive Dynamo. Keine Clubkarte und auch kein Hotshot. Dann haben wir Benfica. Haben auch das Club-Logo schon drin. Und auch keine einzige Powerkarte, kein einziger Insert hier. Dann FC Porto, das ist auch das Club-Logo und auch beide Powerkarten. Hier haben wir, ist das Monaco? Ich glaube, das war Monaco, oder? Ist hier Monaco jetzt hier? Ja, Monaco. Ah, ist Monaco. Haben wir Kamil Glick als Defensive Dynamo, kein Club-Logo und auch kein Hotshot. Paris Saint-Germain, hier Kevin Trapp, der Ex-Eintrachtler als Torwart. Ich glaube, der ist auch gar nicht mehr im Tor im Moment, oder? Der ist doch nach hinten gerutscht, ist doch gar nicht mehr Nummer 1 bei Paris. Aber auch hier keine Powerkarte, kein Defensive Dynamo, kein Hotshot. Dann als nächstes Anderlecht. Auch hier kein Club-Logo. Beide Powerkarten fehlen und es fehlen noch einige Base-Karten. Dann haben wir Kopenhagen. Da haben wir drüben immerhin Federico Santander als Hotshot und das Club-Logo haben wir. Ein Insert, dann haben wir FC Basel, Club-Logo und beide Powerkarten, Defensive Dynamo und Hotshot. Dann fehlen noch ein paar Base-Cards. Dann haben wir Beşiktaş, Club-Logo vorhanden,
Hier fehlt der Defensive Dynamo und der Hotshot ist aber vorhanden. Noch ein paar Base Cards. So, Feyenoord Rotterdam. Club-Logo fehlt. Defensive Dynamo von Hotshot vorhanden. Und hier unten ist zwar ist auch eine Base Card, aber es sind immer noch so Duos hier. Midfield-Duo zum Beispiel. Hier nämlich hier bei Juventus. Club-Logo fehlt. Defensive Dynamo fehlt, Hotshot ist vorhanden. Und hier auch das Midfield-Duo, Sami Khedira und Miralem Pjanic. Hier natürlich auch Gigi Buffon. Auch vorhanden. Sehr schön. AS Rom. Kein Club-Logo, kein Defensive Dynamo, aber der Hotshot. Und dann war es auch schon mit den einzelnen Clubs. Dann geht es weiter mit den Man of the Match Karten. Da hätten wir dann hier 1, 2, 3, 4 fehlende. Und haben tun wir Luka Modric für Real Madrid. Wir haben Diego Godin oder Godin für Atletico. Pierre-Emerick Aubameyang für Dortmund. Da war er noch Dortmund. Thibaut Courtois für Chelsea. Moussa Dembélé für Tottenham. Hier drüben haben wir noch Djibril Sidibé für, oh Gott, Monaco. Henry oder Henri Onyekuru für Anderlecht. Da fehlen also ganze 7 Stück hier. Dann geht es hier weiter. Da haben wir noch Ricardo Quaresma für Beşiktaş und Jens Tornstra für Feyenoord. So, jetzt muss man überlegen, wenn für Feyenoord. So, das ist ja auch immer pro Dings ein. Also, danach Feyenoord kommt noch Juventus und AS Rom. Juventus und AS Rom. Das heißt, hier fehlt der erste Club 100. So, dann haben wir hier kommen 11 Club 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bis hier. Das heißt, Neymar ist der letzte Club 100. Ja, okay. Also, Club 100. Das sind also auch 11 Stück hier. Wie gesagt, hätten wir hier drüben 2 plus hier drüben nochmal 3, sind wir also bei 5 erst. Fehlen noch 6 Stück in Summe. Haben tun wir Juan Fran für Atletico, Marcelo für Real Madrid, Arturo Vidal für den FC Bayern, Cristiano Ronaldo für Real Madrid, das ist die Club 101, also die seltenste Club 100 Karte in dem Set hier, und Neymar Junior, also Neymar einfach nur, das, ich glaube, das Junior sprechen die wenigsten aus. Für Paris, Saint-Germain. So, dann haben wir auch jetzt die nächsten, das sind auch wieder 11 Karten. Die UCL All-Star-Serie, 11 Spiele. Haben wir Dani Alves für Paris. Das sieht schon ein bisschen besser aus, da haben wir schon ein paar mehr Karten. Das sind dann hier 3, 6, 9, 11. Das heißt, es ist auch hier die letzte. Die ist dann, da hier ist dann schon der erste Hattrick-Hero dann wahrscheinlich. Na gut. Dann haben wir Sergio Ramos, Real Madrid. Sergio Busquets, FC Barcelona, Andres Iniesta, FC Barcelona, Arjen Robben, Bayern München, da fehlt einer. Dann haben wir Lionel Messi, FC Barcelona und Cristiano Ronaldo, Real Madrid. So, dann haben wir die Hattrick-Helden, da fehlen auch noch ein paar. Da haben wir hier dann aber zum Beispiel Lionel Messi, FC Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang für Dortmund und Sergio Aguero für Manchester City. So, wie genau, das da weitergehen, weiß ich jetzt nicht auswendig, da müsste ich gucken. Wir haben jetzt hier Karte Nummer 445. Und wenn ich hier gucke, das ist der letzte Hattrick hier und dann fehlt hier nur noch die Trophy. Die Trophy, je nachdem, wie man das betonen möchte. So, dann kommen wir zu den Limis. Drüben haben wir die Gold-Limis, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann und Paul Pogba. Das sind die drei Gold-Limis, die ich bisher habe. Dann kommen wir hier zu den Silber- und Bronze-Limis. Als wir da hätten Cristiano Ronaldo nochmal, dann David Luiz und Iker Casillas. So, dann haben wir unten noch diese Nordic Superstar, diese Nordic Edition. Die waren, ich meine, waren die nicht im Adventskalender drin, den ich geunboxed hatte. Was allerdings blöd ist im Vergleich zu den anderen beiden Adventskalendern, da war ein komplettes Set drin. Hier fehlen Karten. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die N1, Emil Forsberg für RB Leipzig. Dann fehlen 2. Dann fehlt 9, fehlen 3. Dann geht es weiter mit. Hier oben. Mohamed Eliounoussi für FC Basel. Dann fehlt wieder einer. Dann haben wir Mohamed Salah für Liverpool. Dann fehlen wieder 3. Dann haben wir Isco für Real Madrid. Ah, das sind jetzt aber auch Skill Kings. Ah, Speedster, Skill Kings. Aber das ist so gemischt. Also alles N11 und N12 hier. Yacine Brahimi für FC Porto. Ja, also das sind auch nochmal so. Da muss ich auch nochmal gucken, wie ich das genau, wo ich an die fehlenden Karten noch rankomme.
Und ob ich das dann direkt hinter den Limis lasse oder vorher einsortiere, das weiß ich noch nicht. Aber so der Stand. Es fehlt also noch einiges, wie ihr sehen könnt. Und ja, haben wir auch noch auf Displays hier. Schauen wir mal, wie wir nach den ganzen Displays dann das Album voll bekommen haben, wie voll es dann ist. Ich denke mal, ich werde gucken, ob ich vielleicht entweder nach jedem Display schon ein Unboxing mache. Also zwischen wird es natürlich auch noch andere Sachen geben, wie Tinboxen oder nochmal vielleicht ein Blister oder so irgendwas. Das muss ich mal gucken. Also es wird nicht nur Displays geben. Und dass ich dann vielleicht nach jedem Display auch nochmal ein neues Mappen-Update mache. Das muss ich mal gucken. Je nachdem, wie viele Karten neu dazugekommen sind, das entscheide ich dann spontan. Ja. Aber so habt ihr zumindest erstmal schon einen ersten Einblick bekommen, wie es bei mir mit der Match Attacks Champions League Serie ausschaut. Und ja, dann freut euch schon mal auf das erste Display, wo wir dann auf die Jagd nach Gareth Bale gehen. Da es die nur 250 Mal gibt, geht die Chance wahrscheinlich gegen Null. Also es würde mich doch schwer wundern, den zu ziehen. Bin schon zufrieden, wenn ich ein paar schöne Goldlinis erwische. Naja, wir werden es ja in den nächsten Videos dann sehen. Alles klar. Dann danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, das Mappen-Update hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung dazu. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.